keine Anerkennung finden, wurde vorher ebenfalls abgepfiffen. Gegen Francisco Copado rettet Keeper Beek im Kasten der Cottbusser. Nach Copados Eckball achten sie auf den aggressiven Uwe Rösler. Er trifft per Kopf in der 17. Spielminute. Uwe Rösler scheint zum Helden des großartigen Spiels zu werden. Der Sack braucht nur noch zugebunden zu werden. Zum Beispiel durch Uwe Rösler per Vollelfmeter. Uwe selbst war gefoult worden. Torwart Beek riecht den Braten und reagiert glänzend und fortan heldenhaft. Gefrustet und weiterhin aggressiv geht Uwe Rösler in den nächsten Zweikampf mit spielentscheidenden Folgen. Schiedsrichter Stefan Trautmann zückt in der 26. Minute rot. Czirik und Brinkmann machen sich warm draußen. Copado gleich in der nächsten Szene dann mit einem Kunstschuss. Das wäre es gewesen. Auch beim nächsten Reflex von Beek. Lotondi, der Ausgleich, die 81. und dann die Gästeführung in der 83. Minute durch Beek. Und sogar hier noch das 1:3 in der letzten Spielminute durch den Rumänen Miriuta. Bleibt uns Energie Cottbus zum Erfolg hier in Berlin zu gratulieren und Glückwunsch zu sagen zum ersten Tabellenplatz in der zweiten Bundesliga.